Freunde unserer Stadt. Diese Demonstration, diese Kundgebung, dieses Bündnis, das diese Kundgebung trägt, macht mich als Mannheimer stolz. Ich denke, das macht auch den Gemeinderat stolz, die drei Fraktionsvorsitzenden, die hinter mir stehen. Ein so unterschiedlicher, ein so breiter Kreis von Initiatoren und Unterstützern ist einmalig. Das steht in der guten Tradition unserer vielfältigen Stadt, die wie kaum eine andere von vielen Initiativen der Begegnung und der Verständigung geprägt ist. Die Tradition des weltoffenen Mannheims lebt. Als Oberbürgermeister danke ich den Initiatoren und hierbei insbesondere Dekan Ralf Hartmann. Und ich danke allen Unterstützerinnen und Unterstützern, möchte insbesondere die Gewerkschaften erwähnen, die diese Veranstaltung mit ermöglicht haben. Wir wollen Vorbild für das Zusammenleben sein. Das ist eine von acht zentralen Zielen, eines von acht zentralen Zielen der Stadt Mannheim. Vorbild für das Zusammenleben. Auch dieser Tag erfüllt diesen Anspruch. Es geht gerade nicht um die reflexhafte Reaktion auf andere Demonstrationen und Ereignisse. Er soll vielmehr alle sensibilisieren, die sich zu Menschlichkeit, Demokratie und Rechtsstaat bekennen, dass diese Werte durch unser Handeln bewahrt werden müssen. Alle, die sich hier versammelt haben, sehen Gefahren für diese Werte, die Notwendigkeit, sich um sie zu kümmern. Wir sehen einen abschüssigen Weg, den wir nicht weiter gehen wollen, weil er nicht zu einem besseren, sondern zu einem schlechteren Land führt. Das grenzt nicht aus, sondern lädt ein, nachzudenken, was Menschlichkeit, Demokratie und Rechtsstaat bedeuten und wie wir sie stärken und bewahren. Nun sagen manche, Kirchen, Sport, Kulturvereine und Wirtschaft sollten sich nicht politisch positionieren. Denen sage ich, wenn sich diese Institutionen nicht zu unserer Demokratie offensiv bekennen und sich engagieren, wiederholen wir historische Fehler. Und wer soll es sonst tun?